Grundübung Angucktraining. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie man das Angucken auf Signal trainieren kann. Das Angucksignal oder auch Konzentrationssignal genannt, kann zum Beispiel in der Beifußarbeit seine Verwendung finden oder als Alternativverhalten in Hund-Hund-Begegnungen eingesetzt werden. Aber auch in vielen anderen Situationen ist es von Vorteil, wenn der Hund gelernt hat, sich auf ein Signal hin auf seinen Besitzer zu konzentrieren. Im Folgenden möchten wir Ihnen den Aufbau für ein solches Signal vorstellen. Zeigen Sie dem Hund ein Leckerchen und führen Sie es dann zu Ihren Augen. In dem Moment, wo die Hand oben bei Ihren Augen angekommen ist, geben Sie das Kommando Guck, Schau, Watch oder Ähnliches. Einfach ein Kommando, das Ihnen gut gefällt. Look. 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 Im nächsten Schritt machen Sie die Übung genauso wie vorher beschrieben. Allerdings kommt das Leckerchen jetzt Look. Nach dem Kommando etwas zeitverzögert, sodass der Hund lernt, sie einen Moment länger anzuschauen. Look. Funktioniert der vorherige Schritt schon gut, das heißt, dass der Hund es schon schafft, sie eine Weile lang anzuschauen, können Sie zum nächsten Schritt übergehen. Hierzu ist es sinnvoll, sich zunächst auf die Leine zu stellen, damit der Hund dem Leckerchen nicht hinterher springen kann. Das Leckerchen wird dann am ausgestreckten Arm links oder rechts vom Körper weggehalten. Und sobald der Hund es schafft, sie fragend anzugucken, wo sein Leckerchen bleibt, geben Sie das Kommando Guck. Nach diversen Wiederholungen beginnen Sie auch hier damit, die Zeit des Anguckens zu verlängern. Look. Nach einigen Wiederholungen beginnen Look. Sie damit, das Kommando schon dann zu geben, wenn der Hund noch auf die Hand mit dem Leckerchen starrt. Schafft Look. Er es, sie sofort anzugucken, wird er belohnt. Ein weiterer Schritt ist das Kramen in der Leckerchentasche. Look. Jeder Hund starrt auf die Leckerchentasche, während man darin rumkramt. Geben Sie das Kommando genau in dem Moment, wo der Hund auf die Leckerchentasche guckt und warten Sie ab, bis er nach oben schaut. Just in diesem Moment wird er belohnt. Look. Auch hier wird nach und nach die Zeit des Look. Anguckens verlängert, bevor er die Belohnung bekommt. Look. Die vorher beschriebenen Übungen wiederholen Sie an unterschiedlichen Orten in kleinen Trainingseinheiten über den Tag verteilt, sodass Sie auf diverse Wiederholungen kommen. Im nächsten Schritt legen Sie etwas Attraktives auf den Boden. Geben Sie Ihr Kommando, reagiert der Hund auf das Kommando, belohnen Sie ihn umgehend. Wir arbeiten hier mit dem Klicker, weil man so wesentlich schneller und präziser den Hund bestätigen kann. Look. Im Weiteren muss das Kommando noch in der Bewegung trainiert werden. Hierzu bringen Sie den Hund in die Beifuß-Grundposition, geben das Kommando, machen einen Schritt nach vorne und wenn der Hund es schafft, diesen einen Schritt lang Sie anzuschauen, Klick und Belohnung. Auch diesen Trainingsschritt üben Sie in kleinen Einheiten über den Tag verteilt.
Nach und nach verlängern Sie den Weg, den Sie zurücklegen wollen. Trainieren Sie Ihr Kommando auch in unterschiedlichen Alltagssituationen, zum Beispiel mitten in der Stadt, wenn Radfahrer, Fußgänger, Jogger an Ihnen vorbeilaufen, wenn Ihnen andere Hunde entgegenkommen, wenn es an der Haustür klingelt, etc. Wenn Sie fleißig geübt haben und mehrere hundert Wiederholungen zustande gekommen sind, können Sie Ihr Wort verlässlich einsetzen. Wir hoffen, dass wir euch hiermit einen verständlichen Trainingsplan liefern konnten. Weitere Trainingsvideos findet ihr auf unserer Homepage unter www.hundezentrum-meschede.de. Solltet ihr weitere Fragen haben, könnt ihr gerne die Kontaktdaten auf der Homepage dafür nutzen.